Am Winzfeld kam es bei der 110 kV-Leitung zu starken Aneisungen an den Leiterseilen. Es haben sich Eiswalzen rund um die Leiter gebildet. Diese haben ein entsprechendes Gewicht auf die Maste aufgebracht. Dazu sind dann noch orkanartige Stürme gekommen. Die Windlast auf den Mast, auf die vereisten Seile, haben dann zum Ausfall einer Strebe bei einem Tragmast geführt. In Folge ist dieser dann etwa auf 11 Meter über Boden umgeknickt und zu Boden gegangen. Beim Umbruch hat er dann den angrenzenden Masten noch mitgenommen und dort die Spitze beschädigt. Bei dieser Baustelle war sehr ausschlaggebend die Seehöhe. Wir befinden uns im Hochgebirge auf etwa 2100 Meter Seehöhe. Und wie das Winzfeld schon sagt, ist es hier entsprechend eine Wetterscheide, wo starke Bedingungen, starker Sturm, auch wieder Nebel und so weiter herrscht. Die Leitung ist seit 45 Jahren in Betrieb. Es ist soweit bekannt, dass hier extreme Bedingungen herrschen. Wir haben entsprechende Sicherheitsvorkehrungen getroffen und wir haben auch Container aufgestellt, wo die Leute Unterschlupf finden können, wenn irgendwas passieren sollte. Die Mitarbeiter bzw. die Monteure werden jeden Morgen mit dem Hubschrauber heraufgeflogen. Beginnen dann ihre Tätigkeit. Die Tätigkeiten sind vor allem einmal die Demontage der verbogenen Mastteile und die Neumontage der Seile. Dazu braucht man Winden und entsprechende Materialien, die wir auf unseren Störlagern entsprechend bevorratet hatten.